bin Tatjana, bin 41, gerade geworden und bin selbstständige Kosmetikerin und Fitnessstudio-Besitzerin. Ich habe zwei wundervolle Söhne, einen 19-Jährigen und einen 5-Jährigen und bin jetzt hier, um meine große Liebe zu finden. Harte Schale, weicher Kern, würde ich sagen. Ich bin mega neugierig, wie ich so reagiere, wenn ich mich so auf meine Sinne mal verlassen muss, weil ich sehr oberflächlich geworden bin. Mit wem? Mit Julian. Mit Julian! Ja. Die Infos über Julian. Das war interessant. Interessant trifft das Ganze. Okay, das war nicht gut. Das sieht nach nicht gut aus bei dir. Also der war nicht dein Favorite. Ich muss mich jetzt schon bei ihm entschuldigen. Echt jetzt? Naja, es gab einmal eine Situation, wo ich kurz eingeschlafen bin. Ich bin grundsätzlich ein sehr sparsamer Mensch und ich achte sehr auf die Preise, auch beim Einkaufen. Okay. Ne? Also ich bin jetzt nicht der, der einkaufen geht und das erste gleich, was er sieht, was er eigentlich braucht, im Regal nimmt, sondern ich gucke dann, gibt's das günstiger und gibt's das in Bio natürlich, ne? Weil ich bin so, ich kaufe echt meistens nur Bio. Okay. Ganz im Ernst, wenn du dich mit jemandem triffst, der dir gleich von seiner sparsamen Seite erzählt, ne? Das ist wie, als wenn ich ihm erzähle, dass ich auch Socken stricken kann. Wenn ich jetzt Ingwer esse oder so, Ingwer kaufe ich oder Ingwer esse ich jeden Morgen, breche ich mir immer ein Stück ab und kau das so. Ich hab original so. Ehrlich? Ja. Tut mir leid, Julian. Aber ja, machen wir halt mal weiter und schauen mal, was kommt. Tatjana hat die Qual der Wahl. Weckt Amadeus ihr Interesse? Amadeus, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 35 und du? 41. Stimmt, ja, hab ich gerade gelesen. Ja, ich war der Oldie hier. Möchtest du noch Kinder? Ja, also ich habe noch keine. Und okay. Wäre auf jeden Fall eine Option, ja, Kinder zu zeugen mit der passenden Partnerin. Okay. Hast du Kinder schon? Ja, ich habe schon zwei super tolle Söhne und deswegen ist meine Planung, was Kinder betrifft, schon erledigt. Ich meine, ich mache mir da jetzt auch keinen Stress so, ja. Ich bin halt auch, wie gesagt, 41, ne? Da ist irgendwann auch der Zug so ein bisschen abgefahren. Bei Amadeus war es ja jetzt so, dass er gerne noch Kinder hätte und dann ist es ja sowieso eigentlich schon erledigt. Weiter geht's mit dem Minimalisten Gary, der seit 7 Jahren in der Schweiz wohnt. Was für viele so ein Ausschlussfaktor ist, ich lebe in einem Wohnwagen oder in so einer Art Mobilheim auf einem Campingplatz. Zumindest aktuell. Okay. Ja, wie findest du das? Ah, Jungs, seid mir nicht böse, aber ja, ich muss das mal kurz ein bisschen. Nur Campingplatz. Ja, also Winter, ich lebe da jetzt Sommer. Seit 3 Jahren. Wie lange bist du Single? Seit 3 Jahren auch. damals nach das der wäre letzten, jetzt meine Frage gewesen. Genau, nach der letzten Trennung habe ich halt wirklich spezifisch nach sowas auch gesucht und wollte das unbedingt ausprobieren. Und jetzt lebe ich seit 3 Jahren dort mit meinen 2 Katzen. Leute, wie ich mich beworben habe, wollte ich The Rock, ne? Groß und breit. Das ist für mich so total in den Hintergrund gerutscht. Und ich ärgere mich so über mich selber, wie oberflächlich man sein kann. Und ich glaube tatsächlich, dass durch diese Oberflächlichkeit auch zu Hause ganz viel durchs Raster gefallen ist, will ich nicht sagen, aber dass man vieles nicht beachtet hat. Und es gibt vielleicht auch schon jemanden, wie auch immer, was man vielleicht nicht gesehen hat, was jetzt durch dieses Experiment so bewusst wird. Dann ist doch nicht trotzdem mega, richtig gewesen, mega. Hier hinzukommen, um genau diese Erkenntnisse zu bekommen. Und alles andere wird man sehen. Richtig.